Hallo und herzlich willkommen bei Haus und Werkstatt 24. Heute mal wieder ein Produkt, auf das wir 2 Jahre lang wirklich von Bestellung bis Auslieferung gewartet haben. Aber ich denke, das Warten hat sich gelohnt. Wir wollen als Haus und Werkstatt 24 in Zukunft ein klein wenig mehr unter unserer Marke Gardinger vertreiben. Speziell im Campingbereich, also im Kocherbereich. Wir sind bei Gasen wirklich gut aufgestellt. Wir haben diese Kartusche, diese Winterkartusche mittlerweile im Sortiment, die auch sehr, sehr, sehr gefragt ist, sich sehr, sehr gut verkauft, weil wir da im Moment scheinbar die Einzigen sind, die so eine Flasche Kartusche anbieten mit Propananteil. Aber wie gesagt, wir wollen in dem Campingbereich preiswerte, wirklich gut qualitativ vernünftige Kocher anbieten, um einfach dieses Sortiment ein bisschen im Gasbereich dort zu ergänzen. Hier ist unser erstes Produkt, was wir wirklich unter der eigenen Marke jetzt verkaufen. Und zwar unseren Mehrgaskocher. Der nennt sich bei uns Kartuschenkocher Camp Allgas. Allgas hat seinen Sinn, weil wir natürlich diesen Kocher so ausgestattet haben, dass er nicht nur wie diese Kocher, werden wir gleich sehen, wenn ich ihn ausgepackt habe, den gibt es tausendfach in Deutschland auf dem Markt von billigsten Anbietern bis etwas teureren, bis Campinggas für über 40 Euro. Die haben aber alle den Nachteil, die arbeiten nur mit diesen Kartuschen. Wer die nicht kriegt, ist Nese. Wenn ich unterwegs im Urlaub bin, ich habe diese Kartusche nicht ausreichend bei oder sind kaputt, weiß ich nicht mitgenommen, habe ich ein Problem, weil ich kann nur mit diesen Kartuschen dort arbeiten. Bei uns, wie gesagt, der Vorteil, wir können wirklich mit allen Kartuschen, die auch Schraubgewinde haben, damit arbeiten. Bis hin zu amerikanischen Kartuschen passen hier auch ran vom Gewinde her. Also wenn man unterwegs ist, wirklich im Ausland, wo man sagt, wer weiß, ob man da diese Kartuschen kriegt, auch da dann möglich. Gehen wir mal zum Auspacken. Der Kocher ist in einem sehr einfachen Koffer verpackt. Das ist wirklich, soll eigentlich bloß ein Transportschutz sein. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber der ist so schön einfach gebaut, dass man, wenn man ihn wirklich auseinandernimmt, kann man ihn wirklich, wenn man irgendwo Schmutz oder irgendwas hat, wo man kochen möchte, hat man immer gleich eine saubere Unterfläche, kann man ihn hinpacken. Den stellen wir auch raus, nehmen wir raus. Man hat, wie gesagt, 2 so eine Boxen, wo man dann hier vielleicht sogar was fürs Kochen schon mal sauber als Untergrund hat. Gar nicht verkehrt, finde ich. Wenn man jetzt mal schaut, wie gesagt, das ist ein Kocher, wie er zu Tausenden, Hunderttausenden wirklich schon verkauft wird. Allerdings mit dem Unterschied, und da kommen wir gleich dazu, wenn ich hier aufmache, haben wir hier ein Schlauchset mit drin. Das bedeutet, wir haben hier ein Schlauchset, dass man den Kocher mit dieser Kartusche betreiben kann oder aber über dieses Schlauchset mit diesen anderen Kartuschentypen. Man könnte theoretisch gesehen sogar eine große Propanflasche anschließen, müsste man entsprechende Adapter, die wir natürlich im Sortiment haben, noch dazu besorgen. Aber würde gehen, ich könnte also selbst eine 5 Kilo Propanflasche nehmen und diesen Kocher damit betreiben. Aber kommen wir mal kurz zur Ausstattung. Das ist, wie gesagt, wie alle anderen auch, einfach zum Rausnehmen hier. Das ist alles ein bisschen eng, damit es auch nicht gleich immer rausflutscht, damit es nicht so klappert beim Transport. Und jetzt wird die Kartusche wird hier bloß reingelegt. Das ist also, wie gesagt, bei allen anderen auch. So, und jetzt kommt es. Unsere Kartuschen sind ja keine reinen Butankartuschen. Unsere Kartuschen sind ja Butankartuschen mit Propananteil. Das heißt, hier ist ein höherer Druck drin. Hier ist ein höherer Druck drin, hier ist auch ein höherer Druck drin, als in den normalen Butankartuschen. Ich habe so eine einfache Butankartusche gar nicht da, um das jetzt mal zu zeigen. Deswegen einfach nur schon mal erwähnt, weil wenn man jetzt die Flasche scharf macht, indem man hier runterdrückt, drückt die Flasche im Prinzip ran und es ist sofort Gas dort, dann kann man ihn über dieses Ventil hier entzünden, einfach bis zum Ende drehen. Und jetzt sieht man, wenn man jetzt hier mal hinguckt, der brennt schlecht. Das hat einfach was damit zu tun, dass der Druck, Gasdruck in dieser Kartusche einfach wirklich zu hoch ist. Da muss man wirklich ein kleines bisschen zurückregulieren, bis der Gasdruck dann passt, damit die Flamme sauber dort auch brennt. Das ist wirklich wichtig, wenn man andere Gase nimmt als reine Butankartuschen. Wie gesagt, mit unserer Kartusche hat man den Vorteil, man kann auch bei niedrigen Temperaturen arbeiten. Also auch im Winter könnte man dazu nützlich mal was kochen. Wäre das bei Butan natürlich nicht funktionieren würde. Man muss dann halt wirklich hier sich diese Gasmenge einregulieren, dass die Flamme sauber brennt. Ich denke, das ist sinnvoll und das kann man auch ohne weiteres machen. Machen wir mal aus, dass er nicht gleich zu warm wird hier. Halt, so rum ist aus. Denn jetzt möchte ich ja zeigen, wie man die anderen Flaschen anschließen kann. Jetzt muss man hier die Flasche wieder rausnehmen. Flasche stellen wir hin. Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, diesen praktischen Schlauch dabei. Auch gleich schön zusammengebunden, dass man das finden kann.
jetzt haben wir hier, ich muss das, schraub's mal ruhig nochmal ab, dass man das sieht. Jetzt haben wir hier die Variante, in diesem Bereich könnten wir jetzt amerikanische Kartuschen benutzen, amerikanische Einwegkartuschen, passt also wunderbar. Und mit diesem Adapter, der beiliegt, kann man dann auf jeden Fall alle in Deutschland üblichen Schraubkartuschen auch verwenden. Da wird einfach angeschraubt. Dann muss man, wie gesagt, das Teil hier reinstecken und muss das Gewinde, muss man aufpassen, dass man das Gewinde auch wirklich findet, dass man es nicht sich zerstört. Es ist zwar alles Messing, also das hält, ist schon ganz gut verarbeitet. Aber da muss man halt ein bisschen fummeln, mal kurz. Es wird, wie gesagt, angeschraubt. Und jetzt kann ich wirklich Kartusche nehmen, welche ich möchte, ob ich jetzt diese Kartusche, die es in jedem Baumarkt gibt. Also da werde ich nie Probleme haben, so eine Kartusche zu bekommen. Wichtig ist, die sollten möglichst stehend. Man kann sie allerdings auch hinlegen, würde also auch nichts passieren. Weil hier innen drin eigentlich ein, das sollte ein Druckregler sein, der das dann entsprechend macht. Aber ich würde es immer empfehlen, sie hinzustellen. Kann nichts. Man könnte sogar jetzt den Schlauch jetzt hier irgendwo rauslegen. Mal sehen. Ah, hier könnte man Schlauch. Man könnte den Schlauch, machen wir gleich. Das sieht dann besser aus. So. Es guckt hin, der Schlauch guckt jetzt hinten raus, stört also nicht. Und wir probieren das mal aus. Den braucht man eigentlich nicht zu betätigen. Kann man machen, muss man nicht. Und jetzt wird es ganz einfach auch überdrehen, angezündet und wie gesagt auch wieder ein kleines bisschen kleiner gedreht, wenn der Druck zu hoch sein sollte, dass man dann vernünftig kochen kann. Mehr ist fast dazu nicht zu sagen. Das heißt, wieder ausmachen. Wenn ich ihn jetzt natürlich transportiere, sollte man vielleicht den Schlauch dann abmachen oder aber zumindest, je nachdem, was man wirklich machen möchte. Die Kartusche würde ich immer abnehmen, wenn ich jetzt damit unterwegs bin im Kochbereich. Ansonsten, wenn er natürlich wieder in den Koffer passen soll, muss man den Schlauch abnehmen. Kein Problem, dafür ist ja das Bändchen da, dass man es wieder zusammenbinden kann und alles ordentlich wegpacken kann. Ich denke, ein wirklich interessanter Kocher, vor allen Dingen zu dem Preis. Schaut nach, was er kostet. Wir blenden das dann noch kurz ein, das Bild, dass man das sehen kann. Und ich denke, ein Kocher, mit dem man, wenn man unterwegs ist, nie in die Verlegenheit kommt, dass man einfach nicht das passende Gas bekommt. Das sollte praktisch sein. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.